Wir stehen hier vor der Gedenktafel zum Einsatz von Kardinal Dr. Theodor Innitzer für die Opfer des Hungermordes Holodomor in der Sowjetukraine in den Jahren 1932-33. Vor genau 90 Jahren hatte ein anderer Kreml-Chef, damals Josef Stalin, beschlossen, den Widerstand der Bauern gegen die Kolchose zu brechen, indem er versuchte, das ganze Volk durch künstlichen Hungertod zu vernichten. 6 bis 8 Millionen Menschen sind damals verhungert. Die Welt schwieg, als der Appell zu einer Hilfeleistung, der im Herbst 1933 vom Erzbischöflichen Palais in Wien in die Welt hinausgegangen ist, unter anderem an den Völkerbund, der die Rettung von Menschenleben, die Linderung des Leids zum Ziel hatte. Innitzer war mit seiner Initiative weitgehend allein und stand zwischen allen Fronten. Auf der einen Seite stritt die Sowjetregierung in Moskau alle Behauptungen von der Notlage und dem Hunger im Lande als freie Erfindung, als Lüge der Agenten des Auslandes ab. Auf der anderen Seite wollte die westliche Politik sich wenig mit der Katastrophe befassen. Die westliche Politik fürchtete Unannehmlichkeiten und Handelshemmnisse mit der UdSSR. Hitler war gerade in Deutschland an die Macht gekommen und Stalin als Gegenpol hoch im Kurs gesehen. In dieser heiklen Situation gab der Appell von Kardinal Innitzer zusammen mit Repräsentanten der Ökumene und der israelitischen Kultusgemeinde den Millionen Unschuldigen, vom Hungertod bedrohten und sterbenden Menschen eine Stimme. Diese Tafel steht auch für traditionelle Verbundenheit von Österreich mit der Ukraine.